Ich grüße dich. Ich hoffe und wünsche mir, dass es dir gut geht. Ja, falls du das erste Mal hier auf meinem Kanal bist, fühle dich recht herzlich willkommen. Ich bin Susanna Sutter. Ich bin Spiritual Coach und Channel Medium und begleite die Menschen in ihren Prozessen in meiner Lichterschule zusammen mit meinen Lichtern. Das sind sieben Lichter, die mich seit meiner Geburt begleiten, die mich hellhörend und hellsehend werden lassen. Noch eine kleine Bemerkung an dieser Stelle: Die Daten für die Weihnachtslichterschule sind online. Du findest sie auf meiner Webseite. Ich verlinke es gerne unten in der Infobox. Und wenn du interessiert bist an bodenständiger Spiritualität, freue ich mich, wenn du in meine Seelen-Community kommst und Teil dieses Kanals wirst und Teil der Broadcast- oder Telegram-Gruppe. Die Lichter würden gerne zu dir sprechen. Es gibt ein 1:1 Channeling. Es geht um das, was nun wichtig ist, um die sogenannte Zeitqualität. Wir, die Lichter des Himmels, wir grüßen euch. Es ist uns eine Freude und eine Ehre, mit euch sprechen zu dürfen. So sehen wir eure Herzen in Aufruhr, in Aufschrei, in dieser herausfordernden Zeit. So vieles scheint noch immer verborgen, weit weg vom Licht. Noch nicht ist alles so, wie ihr es euch wünscht, so wie ihr es euch tief in euren Herzen wünscht, dass diese Transformation im Außen nun endlich vonstatten geht. Ihr seid es müde, dass man euch drangsaliert, dass man euch beherrscht, dass man euch Sachen vorgaukelt, die auf den zweiten Blick betrachtet fraglich sind, ob diese wirklich in Wahrheit so sind. So ist es, wie gesagt, der Aufschrei eurer Herzen, der Aufschrei eurer Seelen in euch, und dieser Aufschrei in euch hallt nicht nur in die Welt hinaus, sondern auch in euch selbst, in eure eigene Welt hinein. Dieser Aufschrei geht hindurch, durch eure Zellen zu euren Nächsten. So ist diese momentane Qualität der momentanen Situation, die Zeitqualität, wie ihr es nennt, dazu da, um Konflikte nochmals genauer zu betrachten, Ordnung in sie zu bringen, sie zu reflektieren. Die Kunst darin besteht ja jedoch darin, dass ihr euch nicht anhaften lasst an eure eigenen Dramen, genauso wie es nicht dienlich ist, dass ihr euch an die äußeren Dramen heftet, ja. So gilt es einmal mehr, die Innenschau zu sich selbst, die Eigenreflexion. Wir wissen, dass dies nicht einfach ist, gerade wenn ihr schwierige Situationen in eurem Leben erlebt habt. Aber gerade dann ist es wichtig, dass ihr jetzt euch, nennen wir es, bereinigt auf allen Ebenen, sodass ihr nun wahrhaftig in die Freiheit kommen könnt. Die Freiheit in euch, der Wunsch in euch, dies zu erlangen,
hat immer nur mit eurem eigenen Zutun zu tun, ja. Wir sehen immer wieder, wie ihr im Außen sucht, nach Antworten sucht, nach Lösungen sucht. Und oft ist es doch so einfach, offensichtlich, was gesehen werden möchte, wenn ihr es schafft, eure Augen von den Dramen wegzulenken, hinein zum Kern. Um was geht es wirklich? Im Außen wie im Innen. Eure Themen möchten gerne nochmals angeschaut werden. Dies braucht Kraft und Willen eurerseits, ja. Aber ihr seid nicht alleine. Die geistige Welt, sie ist stetig da, um euch zu unterstützen. Es geht nicht darum, dass die geistige Welt euch erlöst, denn das dürft ihr für euch tun. Mit viel Respekt und Eigenliebe fällt es am einfachsten, diesen Weg zu gehen. Die geistige Welt ist da, um euch zu unterstützen, das Licht aufzuzeigen, sodass ihr euren Schatz heben könnt. Das ist der Auftrag der geistigen Welt. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, was ist mit der Menschheit, wenn die geistige Welt da ist, um eigene Prozesse voranzutreiben und nicht die der Menschheit im Allgemeinen. Alles geht Hand in Hand, alles dient. Nehmt euch die Verpflichtung von den Schultern, die Welt retten zu müssen. Verpflichtet euch, euch selbst gegenüber, eure Wahrheit, und somit eure Liebe in diese Welt zu bringen. Das ist die Aufgabe eines jeden von euch. Wer wirklich den Wunsch in sich hegt, zu leuchten, wird dies erreichen, indem er zu sich steht. Zu sich steht, was er ist. Und das hat nichts damit zu tun, wie aufgeräumt ein Mensch ist, wie weit er ist in seinen eigenen Prozessen. Der wirklich erwachte Mensch räumt sich Zeit ein für die Transformationen, weiß um die Zyklen und verurteilt sich nicht. Es geht nie um Verurteilung, sondern immer nur um das Erkennen. Das Erkennen, was der Wahrheit wirklicher Kern ist. So würden wir euch gerne dazu ermutigen, auch in euren Leben, in eurer gelebten Spiritualität, einfacher zu wirken, einzuwirken. Wir haben am Anfang schon gesagt, oft verliert ihr euch in Sachen, in Dramen, in Details. Wie beim letzten Channeling unser Licht Jesus schon gesagt hat, das Leben einfach gestalten, das beinhaltet auch natürlich die Spiritualität.
es für sich so zu gestalten, wie es stimmig ist, sich stimmig anfühlt, sich nicht darin verlieren, wie andere etwas praktizieren oder etwas leben. Es geht immer nur um dich selbst. Wie siehst du es? Wie lebst du es? Wie liebst du es? Gestaltet euch das Leben so, wie es für euch stimmig ist. Entfernt euch von unmöglich. Wenn ihr das Gefühl von unmöglich habt, steht ihr in einer Sackgasse. In der Sackgasse von Vorstellungen, wie das sein sollte. Dreht euch um und ihr seht das Feld der Möglichkeiten. Und widersteht auch hier, euch wieder Vorstellungen von etwas zu machen. Lasst los, so dass die geistige Welt wirken kann, dass euer Seelenplan sich zeigen kann. Oft braucht es nur ein wenig Raum, Luft, sodass neuer Wind hineinwehen kann in eure Seelenzimmer, in eure Herzen, sodass ihr wisst, fühlt, was als nächstes getan werden darf. So bietet diese Zeit eine unfassbare Tiefe, ja, in die man hineintauchen darf. Es ist auch eine Zeit des Segens, denn so vieles ist am Aufbrechen und sich zeigen. Wenn etwas nachhaltig geboren werden darf, geht meist voraus, dass große Zerstörung kommen muss. Das mag angstbehaftet sein, ja, befürchtend, dass etwas Schlimmes geschehen wird oder all das Schlimme, was schon geschehen ist. Doch bettet euch ein in dieses Vertrauen, dass Ordnung, dass aus dem Chaos Ordnung entstehen wird, dass sich Sachen neu zeigen werden, sodass sie sich neu ordnen können. Es ist wichtig, dass ihr im Vertrauen bleibt zu euren eigenen Seelen, zur geistigen Welt, zur göttlichen Kraft. So gibt es viel zu tun für jeden Einzelnen von euch, doch tut dies mit Freude, Liebe und Demut, euch selbst aber auch zum Wohle aller. Es war uns eine Freude, mit euch sprechen zu dürfen. Wir wünschen euch das Bewusstsein, dass ihr nicht alleine seid. Ihr wart nie alleine und werdet es nie sein. So hoffe ich, dass ich dir mit diesem Channeling dienen konnte, dass ich dir Sachen aufzeigen konnte, was es ja im Moment zu betrachten gibt. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Video
teilst mit deinen Nächsten, mit deinen Liebsten. Ich freue mich, wenn du es kommentierst. Fühl dich geliebt, getragen und gesegnet und lebe im Bewusstsein, dass du nicht alleine bist. Deine Susanna.